Ich habe lange Zeit die Arbeit der Nevin Subotic Stiftung auf Facebook verfolgt. Ich finde das Konzept richtig, Menschen in armen Regionen nachhaltig zu helfen. Das Thema sauberes Trinkwasser ist ein ganz wichtiges, ein Grundrecht, ein Menschenrecht, was den Menschen dort nicht vorenthalten werden sollte und auch den Kindern dort eine vernünftige Zukunft ermöglicht. Ich habe einen Aufruf gesehen bei Facebook, dass die Stiftung auch freiwillige Mitarbeiter sucht. Ich bin dem Aufruf gefolgt, bin nun Teil dieser Stiftung, fühle mich als Mitglied des großen Teams, bin sehr stolz darauf, dort mitzumachen und meinen kleinen Teil zu leisten. Ich habe Aktionen begleitet, Veranstaltungen begleitet, bei denen man Informationen weitergibt, bei denen man auf die Missstände dort in Äthiopien aufmerksam macht, indem man sich mit Menschen unterhält und ihnen sagt, was in diesen Regionen für Missstände herrschen. Und wir haben Spenden gesammelt. Und ich habe dadurch unheimlich viele nette Menschen kennengelernt. Auch die Mitarbeiter der Stiftung und auch die anderen freiwilligen Mitarbeiter sind tolle Menschen, die dieses Projekt von ganzem Herzen unterstützen und mit denen es wirklich Spaß macht, diese Arbeit zu leisten. Ich selbst bin stolz drauf, damit zu wirken und von hier aus den Regionen, in denen es uns sehr gut geht, einen kleinen Teil zu leisten für die Menschen, denen es nicht so gut geht.